Willkommen zurück in der Joel Ellie Rückblende. Wir sind in einem Naturkundemuseum. Herz allerliebst. Und Jana Ellie ist hier auf dem Weg hindurch und lernt ein bisschen etwas über Dinosaurier, über die Sterne und die Planeten. Hey Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Mann, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Ja, es ist cool. Ich könnte es jetzt die ganze Zeit machen, weil ich das eigentlich total beeindruckend finde. Ist es cool oder ist es cool? Wo ist denn der Mond? Kein Erdtrabant zu sehen. Schade. Oder ist das der Mond? Nicht so doof. Nee, ne? So, meine Lieben. Perfekt. Die Sterne sind richtig ausgerichtet. Die Planeten. Total stark. Geht hier. Da ist er doch. Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es 7. Oh, hier ist es. Tja. Keine SpaceX-Raketen hier, ha? Huh? Hey, Joel. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Ist voll cool. Alter. Sehr hübsch hier. Was? Der Hut? Ah, okay. I see. Natürlich. So cool. Jawohl. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Ah, ist das cool. Voll hübsch. Dip, 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 dip. Da will ich mal rein. Wow. Nach dir. Vorsicht. Wow. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist denn? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12,
Ist okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Ein Lichtschwert. Ja. Okay. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los. Und wie genau willst du da hinkommen? Ah. Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll. Ja, schön. Okay. Oh. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Jo. Und hoch. Oh. Oh. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch.
Hier gibt's Dinosaurier! Die Tierwelt Nordamerikas. Wow. Oh, alles Gute, Kumpel. Was denn hier? Ich habe für sie getötet. Der braucht eine Umarmung. Ah. Hallo. Es ist dunkel hier. Die vier Soldaten am Tor. Der letzte hat geweint. Okay. Es wird gerade ein bisschen... Scheiße. Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist an ihrem eigenen Blut erstickt. Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben. Sie wollten nur etwas zu essen. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist. Komm raus, Arschloch. Ich konnte es nicht aufhalten. Tja. Leute im Van. Wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Was stimmt mit denen hier nicht? Es gibt kein Licht. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagten unsere Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst. Und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen, würde wieder irgendetwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch. Vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Hey. Fake-Viecher. Alter. Oh mein Gott. Shit. Was stimmt mit dem Spiel nicht? Oh. Lügner. Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm.
Wow. Seattle, Tag 2. Noch einmal hier den Sentimentalen raushängen lassen. Okay, okay, krass. Ganz einzelne Saiten anschlagen, hört mal. Nach. Gut. Besser wird es auch nicht mehr. Super cool. Was eine coole Implementierung, Implementation von einem Musikinstrument in einem Game. Nice. So, da drüben. Scheiße. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen, er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier... Das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Beamer in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringling. Bewaffnet. Männliche Eindringling? Tommy. Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also... Wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Okay. Dina?
Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. So geht es dann in der nächsten Folge weiter.